Könnten Sie mir dieses Beleidigungsarmdrücken nochmal erklären? Ich dachte, ich hätte mich klar ausgedrückt. Es ist nichts anderes als Beleidigungsfechten. Nur eben im Armdrücken. Ah. Hätten Sie Lust, sich meiner mächtigen Piratencrew anzuschließen, Mr. Käse? Und was beim Klabautermann wäre meine Aufgabe in dieser mächtigen Piratencrew? Sie würden mit einer Horde von Kretans nach Lucre Island segeln, um sich dort mit den Anwälten meiner Frau zu treffen. Na, das hört sich nach einer angemessenen Aufgabe für einen mächtigen Navigator wie mich an. Wirklich? Ei, ei. Gewässer am Lucre Island sind sehr tückisch. Nur ein erfahrener Seemann kann sie durchfahren. Die Herausforderung würde mich wirklich reizen. Aber... Aber was? Ich kann nicht. Warum nicht? Hat sie jemand auf diesem Stuhl festgekleistert? Ja. Nun, da Sie es erwähnen, ja. Aber das ist nicht der Grund, warum ich nicht mitkommen kann, Mr. Superschlau. Gut, warum dann? Weil ich meine Bar nicht so lange allein lassen kann. Man würde sie mir unter dem Hintern wegstehlen. Sie sind der Eigentümer der Scamba? Ei, ei, das bin ich. Wieso befürchten Sie, dass die Scamba gestohlen werden könnte? Nun... Es ist so. Ich muss eine feindliche Übernahme meines Ladens durch einen australischen Immobilienhai abwehren. Bitte? Sind Sie taub? Ein schmieriger Australier möchte sich meine Bar unter den Nagel reißen. Mit Pistolen, Schwertern und Kanonen? Schlimmer. Mit Beleidigungen, Sticheleien und Spott. Ich musste mein ganzes Können im Beleidigungsarmdrücken ausspielen, um den Kerl auszubremsen. Mann, wenn nicht gerade meine Frau für tot erklärt worden wäre, würde ich sagen, dass das die abgefahrenste Geschichte ist, die ich in dieser Woche gehört habe. Kann ich Sie irgendwie dazu bewegen, dass Sie auf meinem Schiff als Navigator anheuern und mich nach Lucre Island bringen? Ich lasse mich gerne überreden. Was haben Sie denn zu bieten? Wenn ich Sie im Beleidigungsarmdrücken schlage, heuern Sie dann als Navigator an? Ein interessanter Plan, Threepwood. Finden Sie? Natürlich. Wie wäre es damit? Wenn Sie mich schlagen, bin ich Ihr neuer Navigator. Großartig. Aber nur, wenn Sie mir einige neue Beleidigungen verraten. Einverstanden. Nun denn, zeigen Sie, was Sie können. Memmen wie dich vernasche ich zum Frühstück. Ich bin der Gummi. Der Kleister bist du. Gib auf, oder ich zerquetsch dich wie eine lästige Mücke. Wenn ich mit dir fertig bin, brauchst du eine Krücke. Viele Menschen sagen, meine Kraft ist unglaublich. Unglaublich erbärmlich, das sag ab jetzt ich. Hey, schau mal da drüben. Ja, ja, ich weiß. Ein dreiköpfiger Affe. Gibt es auf dieser Welt eine größere Memme als dich? Sie sitzt mir gegenüber, also was fragst du mich? Sehe ich da Spuren der Angst in deinem Gesicht? Das ist ein Lachen, du schwächlicher Wicht. Gib auf, oder ich zerquetsch dich wie eine lästige Mücke. Wenn ich mit dir fertig bin, brauchst du eine Krücke. Alle Welt fürchtet die Kraft meiner Faust. Ich bin der Gummi. Der Kleister bist du. Ich werde deine Knochen zu Brei zermalmen. Ich zittere. Ich zittere. Ja, gewonnen. Ah, du hast es geschafft. Fair und ehrlich. Gratuliere. Du hast einen Navigator. Ich brauche ein Schiff.
Ich habe doch schon gesagt, dass sie nicht autorisiert sind. Wie wär's damit? Was ist das? Das Gouverneurssiegel von Millie Island. Oh, verstehe. Tja, ich schätze, Sie sind eine wichtige Person. Hier entlang, Mr. Marley. Ich möchte Ihnen Ihr Schiff zeigen. Das ist die Dainty Lady. Sie ist rosa. Sie haben offensichtlich ein Auge für nautische Details. Aber sie ist rosa. Dürfte ich Sie dann jetzt mit den Vertragsbedingungen vertraut machen? Erstens, Sie bringen das Schiff im jetzigen oder in einem besseren Zustand zurück. Zweitens, die Crew und die Passagiere sind verpflichtet, die Schwimmwesten anzulegen. Drittens, dieses Schiff ist ausschließlich für Geschäftsreisen gedacht, also keine Rennen. Kann ich jetzt gehen? Mann, ich würde wirklich gerne den ganzen Tag mit Ihnen plaudern. Ehrlich gesagt war das gelogen. Sie gehen mir höllisch auf die Nerven. Wiedersehen. Oh, und genießen Sie die Reise auf der Dainty Lady. Sie ist rosa. Ist das das Schiff? Sieht nicht besonders seetauglich aus. Na, wenigstens stinkt es nicht nach Affen. Seid ihr bereit? Aye, aye, Captain. Wenn's sein muss. Nein. Zwing mich nicht, dich zu schlagen, Otis. Wunderbar. Von mir aus kann's losgehen. Dann legen wir ab und segeln nach Luke Island, immer auf der Suche nach dem Abenteuer und einem Unterlassungsbefehl. Und am Ende gibt es wieder Tränen. Denkt an meine Worte. Mr. Käse, sollten wir diese dunklen, unheilverkündenden Wolken nicht besser umsegeln? Unsinn, Kapitän. Ein paar Regentropfen haben noch niemandem geschadet. Mami! Lukenschalken! Gleichfahrt! Segelreffen! Kiel auspumpen! Ey, Finger weg! Tut mir leid, Baby. Da wären wir, Mr. Marley. Lucre Island. Ah, Lucre Town. Die größte Stadt im Dreiinselreich. Danke, Mr. Käse. Wäre es beim nächsten Mal vielleicht möglich, die Dramatik der Überfahrt etwas zu reduzieren? Oh nein, es wird doch kein nächstes Mal geben, oder? Ich hoffe nicht. Einmal war wirklich genug. Okay, ich gehe jetzt in die Stadt. Ihr bleibt hier und bewacht das Schiff. Sicher, ich verstehe. Der Kapitän trifft alle Entscheidungen. Verdammt, es ist immer noch pink. Ahoi, Mr. Käse! Was gibt's? Gute Arbeit, Sie haben uns sicher in den Hafen gebracht. Danke. Es wäre hilfreich, wenn Sie die Seekarten beim nächsten Mal nicht als Untersetzer verwenden würden, Captain. Wo ist Otis? Der nutzlose Faulpelz? Was weiß der nicht? Als Sie weg waren, ist er einfach abgehauen. Vermutlich fault er vor sich hin. Was macht das Schiff? Wann können wir in See stechen? Sobald ich das Ruder, den Mast und das Deck repariert habe. Was ist mit dem Ruder? Ach, nichts. Es hat nur bei der Fahrt über diesen Wellenbrecher was abbekommen. Nichts, was ich nicht reparieren könnte. Was ist mit dem Mast? Er hat nur einen leichten Knacks bekommen, als sich das Schiff auf den Klippen zur Seite geneigt hat. Nichts, was ich nicht reparieren könnte. Was ist mit dem Deck? Tja, irgendein Blödmann hat Mama, hilf mir in die Bohlen geritzt. Das sind verdammt tiefe Kratzer. Aber ich habe alles im Griff. Gut, ich überlasse das Ihnen. Hey, danke. Nun, gut. Bringen Sie das Schiff auf Vordermann, während ich weg bin.